bin nach meinem Studium aus Hamburg nach Mönchengladbach gezogen, weil ich hier die Perspektive sehe, meine beruflichen Ziele zu verwirklichen. Ich habe hier viele Leute kennengelernt und habe hier sehr viel erlebt. Und zum anderen habe ich hier mit Steffen ein Unternehmen gegründet, mich selbstständig gemacht und dadurch auch sehr viel erfahren und mich selbst verwirklicht. Für mich bedeutet Mönchengladbach, dass ich berufliche Chancen nutzen konnte und gut mit der Industrie hier verknüpft bin in meinem Wissensbereich und dass ich mich hier einfach heimisch und wohl fühle. Durch so welche Interviews wie jetzt hier zum Beispiel kann man den jungen Leuten das Ganze vielleicht ein bisschen näher bringen, zeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Und das ist einfach extrem schön zu sehen, auch für die jungen Leute, denke ich. Hi, ich bin Nathalie, ich bin 28 Jahre alt und arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center Textillogistik in Mönchengladbach. Hallo, ich bin Ben. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in Mönchengladbach und arbeite auch in Mönchengladbach. Hi, mein Name ist Steffen. Ich bin Rainer, hallo. Und wir zusammen haben das Startup Eden hier gegründet und arbeiten an einem chemischen Recyclingverfahren für Textilien. Die Unternehmerlandschaft in Gladbach wirkt auf mich auf jeden Fall sehr engagiert und anders, als ich es aus anderen Städten mitbekomme. Alles ist hier in Mönchengladbach mit wirklich Top-Playern besetzt und von daher gibt es für junge Leute hier wirklich sehr viele Möglichkeiten. Da muss man sich im Prinzip einfach nur umschauen und dann wird man hier viele Chancen sehen, die es so auch in anderen Städten gibt. Aber man kann definitiv auch hier gucken, wo man zum Beispiel sein Studium abgeschlossen hat. Meine Top-Lieblingsspots in Mönchengladbach gehören einerseits das Minto, das ist ein Einkaufszentrum in der Innenstadt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, ins Grüne zu kommen, wie das Freibad, das ja auch im Wald liegt. Auf jeden Fall auch das Hoffies, Hoffmanns Café eigentlich genannt. Dort gibt es sehr viele leckere vegane und vegetarische Optionen. Natürlich nutzen wir auch die kleine, aber feine Party- und Kneipenszene hier in Mönchengladbach. Da ist vor allem das Mescalito hervorzuheben. Das ist ja so die Studentenkneipe hier. Zum einen der Hockeypark, tolle Musik, für jeden jungen Menschen was dabei. Zum zweiten der Borussia-Park, super Fußball kann man sich da anschauen. Und als drittes für mich ganz klar die Altstadt, um mit Freunden mal am Feierabend ein Bierchen zu trinken oder auch was zu essen. Einfach eine super Möglichkeit. Ich glaube, Mönchengladbach ist an sich eine tolle Stadt. Man hat sehr viele Möglichkeiten, es gibt tolle Arbeitgeber, es gibt tolle Freizeitmöglichkeiten. Man ist verkehrsmäßig super angebunden, ist auch schnell woanders, wenn man mal möchte. Aber an sich findet man alles hier in der Stadt und es lohnt sich wirklich hier, sich auch niederzulassen.